Willkommen zurück zu Puss! In der letzten Folge haben wir natürlich sehr, sehr viel erreicht und in dieser Folge habe ich vor, das gleiche zu machen. Deshalb gehen wir hier in dieses Level heute rein, weil... ja. Genau. Und wie immer betreten wir eine neue Welt, die Innerwelt. Ja, keine Außenwelt, nein. Das ist hier die Welt Sternchen innen. Okay. Okay. Ja, das war's. Okay, ja. Wir haben in der letzten Folge den hier freigeschaltet. Ich weiß nicht ganz genau, was er macht. Er weint, er beschützt mich. Aber gut, Jesus hat ja schon das extra Leben, deshalb weiß ich nicht, was er macht. Das weiß ich nicht. Und wir müssen natürlich dieses Kack-Level spielen. Und ich hab's tatsächlich first try geschafft. What the fuck? Okay, cool. Da hatte ich Glück. Wenn die ganze Zeit durch den Level kommen, klar, bin ich dabei. Oh, das ist neu? Okay. Hab bestimmt schon gemerkt, ich zeige jetzt nur noch neue Sachen und nichts mehr Altes, weil ich möchte den ersten Try nicht mehr reinzeigen. Jetzt paar Folgen waren zu lange und ich habe selber eingesehen. So, was muss ich denn machen? Kann ich hier... Okay, da kann ich rüber. Dann nicht. Hier kann ich so rüber. Wahrscheinlich muss ich erstmal nach... Nach hier? So, ja. Mhm. Dann hier hin. Und dann trägt er mich hier nach oben. Dann komme ich mit ihm hier hin. Okay, das wird tricky hier. Ja, wow, die Uhr, die ist auf jeden Fall perfectly placed. Kann man nichts sagen. Was muss ich hier machen? Einfach nur schnell durch. Okay, aber wow, pass auf, pass auf. Post, bitte pass auf. Süße kleine Katze. Okay, da ist das Ziel. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war eine sehr entspannte Runde. Mal gucken, wie der Boss so wird. Am Ende ist er super einfach. Ist meine Maus? Hä? Meine Maus ist weg, die wird mir angezeigt. Okay. Interessant. Okay, du trägst mich irgendwo hin. Hier hin. Okay. Was passiert denn hier? Okay, du trägst mich. Ja, ja, ja. Cool. Hä? Okay, Checkpoint habe ich wieder gehört. Lang hier runter wahrscheinlich wegen dem Knopf. Der Knopf macht dann irgendwas Cooles bestimmt. Irgendwas, was mich freut. Bestimmt. Da kann ich nicht durch. Doch jetzt kann ich hier durch. So. Und jetzt kann ich hier lang. Und ich bin gestorben. Cool. Oh, jetzt kann ich da runter. Oh Gott, das wackelt alles. Please stop. Oh, oh, no. Da kommt noch jemand. Deine Prinzessin ist in einer anderen Burg. Was? Alter, was bist du? Und die Live-Stimme sagt, das gehört ihr. Und es geht einfach los. Okay. Pff, was ist das denn? Irgendwie erinnert mich die Grafik an Snake. Ich weiß auch nicht, wieso. Wow. Okay. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Ho, 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 hey, entspann dich, entspann dich. Hey, 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 hey. Oh mein Gott. Okay, ich lebe. Gut. So muss ich die Priesterin, muss ich die an die, ich muss sie also an die Stacheln locken, weil sie da genauso Damage nehmen kann wie ich. Okay, das ist ein sehr cooler Bosskampf. Schaffe ich den First Try? Ich sag ja nein, aber wer weiß. Hier, hier hoch, hier hoch. An die Stacheln, please. Hier sind Stacheln, die sind voll schöne Stacheln. Ich weiß, die stecheln sehr. Oh oh, neue Taktik. Was passiert jetzt? Ihre Augen schießen mich von anderen Seiten ab. Oh nein. Sagt mir nicht, dass es jetzt... Okay, gut. Okay, gut. Ich dachte, das wäre jetzt der ganze Kampf so... Das wäre assi und schwer gewesen. Aber nein. Scheiße, ich bin voll schlecht.
Bam, 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 bam. Okay. Das Theme ist aber zumindest nice. Okay. Lieber lasse ich mich von ihr ein bisschen treffen, statt von den Kugeln, die sie ausschießt, weil sie selbst killt mich nicht instant, aber die Kugeln schon. Oh Gott. Miau! Ba, 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 ba. Mir gefällt der Kampf, der ist cool. Ich glaube, dieses Level hätte ich als erstes machen sollen. Scheiße, ich bin reingerannt. Ich hab's noch gesehen. Ba, 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 ba. Scheiße. Nicht mal die Hälfte weg und ich habe jetzt schon fast die Hälfte meiner. What the fuck? Jetzt schon die Hälfte meiner. Fast mal die Hälfte meiner Leben weg. Oh nein, nicht das. Das kann ich nicht. Das verstehe ich nicht. In welchem Pattern die schießen. Schießen irgendwie random. Aber irgendwie weiche ich es trotzdem aus, denn ich bin einfach ein Pro! Ja, aber ich sehe nichts. Cool. Hier runter, genau, genau. Du willst hier lang. Du willst unbedingt hier lang, weil hier unten ist es so schön stachelig. Hier auch. Oh ja, 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 dir gefällt dieses Stachelige, ne? Ja. Keiner, was ich laber. Egal. Oh, jetzt ist es langsamer. Schön, dass das Einhorn mir hilft. Ich weiß immer noch nicht, was der Ikarus jetzt macht. Eventuell schaue ich mir das mal in der nächsten Folge an oder so. Weil ich glaube, ich schaffe sie vielleicht wirklich First Try. LOL! Als ob! Hallo, Süße! Hallo, hallo. Hi! Kumpel! Das war wirklich die kürzeste Folge ever. Wie sie aussieht. Guck mal, jetzt hat Puss eine Freundin. Jetzt fehlt nur noch diese Gestalt. Was könnte das nur sein? Vielleicht können wir uns irgendwo hin zurückziehen. Klar, warum nicht? Gehen wir zu mir? Ich habe sturmfreie Bude. Oh yeah, let's go! Ich habe richtig coole neue Katzen, by the way. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe einfach sie jetzt. Den hier? Und so eine Glückskatze. Was einfach ziemlich nice finde. Einfach so eine Glückskatze. Das ist echt epic. Okay, die Folge ist zu kurz. Ich denke, wir machen einfach noch in dieser Folge das letzte Level. Und dann in der nächsten Folge ist schon direkt das Finale. Was sagst du, Ikarus, dazu? Mein Meister, benutze mich, um den Gegner zu besiegen. Okay, dann machen wir das. Keine Ahnung, was die beiden machen. Aber vielleicht finden wir es noch raus. Let's go! Ab in... die Unterwelt. Hä, sind wir da nicht schon? Okay, das ist neu. Alter, wie viele leben noch? So, und ich habe übrigens was gemerkt. Und zwar kann man zurück ins allererste Level. Das war erst Folge 1. Und dann kann man sich dort, und das ist halt den Nutzen, dass man sich ein paar Leben aufstocken kann. Was ich ziemlich nice finde für die Leute, die stuck sind. Ich brauche das nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch allgemein nicht brauchen, aber die es brauchen, ist bestimmt dann schön. So war es. Oh Gott, Alter. Das Level schon wieder. Vielleicht machen wir das erste Level nochmal. Ich weiß nicht. Das könnten wir theoretisch noch machen, wenn ich will. Das war sehr, sehr risky, aber ich habe mich halt getraut und es hat sich gelohnt. Yeah. Oh, das ist neu. Oh, oh. Up, up, down, up, down, up, down. Okay, der Background sagt die ganze Zeit hoch, runter. Was er damit wohl meint. Also da kann man vieles unter verstehen. Ich habe gerade das Miau gehört. Von der weiblichen Katze. Vielleicht hat sie irgendwas gedroppt. Irgendein Item oder irgendwas vereinfacht. Ich weiß es nicht. Oh, ein Herz. Ich will das Herz. Lässt so ein Herzen droppen? Wie kriege ich das denn? Komm her! Ey, ich war auf der Suche nach dem Herz. Deshalb bin ich zurückgegangen. Och Mann, wenn mich die Liebe wieder so verirrt. Ne, keine Ahnung. Ey, 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 pass auf, pass auf. Ist nicht schwer. Das hier ist nicht schwer.
Musik ist ein bisschen crazy. Sieht aus wie so ein Barcode hier rechts. Miau! Oh Gott, das war knapp. Ich wäre fast gestorben. Holy shit. Das ist neu. Erinnert mich an einen Wasserfall, einfach wegen dem Sound. Was gibt's denn hier? Oh, ich muss das hochriden, oder? Ich dachte, weil sich das pink färbt, dann kann ich da nicht mehr drauf stehen, aber doch kann ich. Oh. Pff, okay, das war ziemlich easy. Okay, das ist auch neu. Ich glaube, ich hätte einfach mit der rechten Seite ein Level anfangen sollen. Was macht das? Tötest du mich? Du tötest mich. Lass mich in Ruhe. Ach so, Moment. Ah, das geht dann weg. Okay, dann muss ich mich also beeilen. Ganz schnell nach unten kommen. Egal welchen Weg ich nehme, wahrscheinlich. Dann kann ich wahrscheinlich hier lang. Nein? Wo muss ich denn lang? Ach so, ich verstehe es. Rechts geht ja dann das auch runter. Und dann kann ich da auch lang. Und das helle ist wahrscheinlich irgendwas, was gut ist. Ach, keine Ahnung, ey. Okay, aber ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Nur möge ich jetzt nicht sterben, bitte. Danke. So, jetzt wird es knapp. Geht das überhaupt? Ja, nein. Okay, wo muss ich lang? Da oben ist das Ziel. Okay, ich muss mich einfach nur beeilen. Keine Ahnung, was die hellen Blöcke hier machen. Die greifen mich aber irgendwie auch an. Ach, so, die einfach nur langsam. Nein, fuck! Alter, das ist fies! Ja, wow, ey, das ist mega fies. Ich glaube, das Level kriege ich nicht hin. Holy shit, was soll das? Finde ich nicht nett. Wie soll man denn da durchkommen? Wie kommt man da durch? Wahrscheinlich, wenn das unten ist, oder? Wenn der Block unten ist, wahrscheinlich. Hier ist aber auch genauso schnell. Wahrscheinlich, wenn der Block jetzt gerade runterkommt und ich dann durchhusche, so. Nein! Scheiße! Ja, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, du. Vor allem, ich kann mir ja noch nicht ewig Zeit nehmen hier. Falsch. Hier kann ich stehen, hier kann ich stehen, hier kann ich stehen. Aber ich habe keine Zeit mehr zu stehen. Ich kann das Level nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tut mir leid. Ich check einfach nicht, wie ich das machen soll von der Zeit her. Wie soll ich da durchhuschen? Das verstehe ich nicht. Hä? Wie denn? Das ist ein absoluter Bullshit hier. Ich glaube, ich soll hier sogar erstmal hier stehen bleiben. Und dann abwarten, bis das runtergeht und dann schnell hier hoch. So. Oh, ich hab's. Wow. Okay, wow. Und das wieder. Ich habe das Gefühl, der Boss wird irgendwas mit Unterwasser zu tun haben. Okay, Boss-Time! Und wie ich mir schon dachte, es wird unter Wasser sein. Sieht jetzt schon mal interessant aus. To say the least. Wie soll ich da durchkommen? Okay, hat geklappt. Oh Gott, meine Maus. Das ist schön, dass du mir das zeigen willst, aber das mag meine Maus gerade nicht so. Nein, fuck, da kann ich nicht stehen. Okay, das wusste ich nicht. Kann ich hier irgendwo safe sein oder muss ich einfach nur... Okay, ich hab's geschafft. Alter, wie viele Bagel sind hier oder was auch immer das sind? Shrimps? Aber bitte schwimmen die nicht. Das wäre jetzt nicht so mein Ziel hier. Okay. Boss? Der Schlüssel! Wo? Oh mein Gott, das ist der Nachrichtenreporter von SpongeBob? Nein. Meine Herrin erwartet keine Besucher. Okay. Wenn du ein Anliegen hast, könnte ich einen Termin mit meiner Herrin vereinbaren. Ja, please. Warum bist du hier? Miau. Hast du eine Idee, was das ist? Ja. Eines der mächtigen Artefakte, die diese Welten vor dem vernichtenden Feuer beschützen, das aus der dunkelsten aller Welten kommt. Schon klar. Der alte Schlüssel, der alles Böse wegsperren oder freilassen und alle Welten in endlose Qualen und Leiden stürzen kann. Wegsperren? Du
kannst ihn praktisch umsonst haben. Oh, danke. Dafür musst du nur dein Leben geben. Oh, ich habe 9, reicht das? Vertrau mir, es ist ein rentables Geschäft. Meine Herrin wird es zweifellos gerne von dir annehmen. Okay. Wow, what the fuck? Herren der Meere, sie nimmt automatisch Damage. Was muss ich denn machen? Knopf. Wow. Was? Sie nimmt aber automatisch Damage. Dafür kann sie aber so Bullet Bills schießen, die einfach explodieren auf Kontakt. Und meine Maus wird die ganze Zeit weggemacht von meiner Katze, wenn ich getroffen werde. Das mag ich überhaupt nicht. Ist aber wirklich so ein Schwimm. Scheiße. Mann, oh Gott, das wird ein Bosskampf, den ich nicht kann. Oh ja. Lass mich dich schützen, mein Meister. Benutze mich. Okay, Icarus. Benutze Icarus. Komm schon. Zerfetze meinen Rücken mit deinen mächtigen Tatzen. Was? Okay! Alter! Oh mein Gott! Was passiert hier? Pff, hab ich gewonnen? Was war das denn gerade? Das war einfach gerade zu geil. Okay, Lieder des Delfin. Ist auf den Lag, aber wir fliehen. Oh, ich muss steuern. Ja, ich kann mich aber nicht. Wow. Ey. Ich kann nicht steuern, weil meine Maus die ganze Zeit weggekommen. Okay. Hier ist deine Haltestelle. Sorry für den Cut und für das Nicht-Steuern. Ich konnte nicht steuern und ich konnte auch gerade nichts machen, weil mein Spielrad gehangen hat. Und weil ich jedes Mal, wenn ich getroffen werde, von meine Katze von meiner Maus abgetrennt wurde. Aber wir haben jetzt die Hyper Aqua Drifter! Und damit 2 mega einfache Bosse. Wie wäre es mit einem Ritt? Klar, warum nicht? In einer Folge gemacht. Wow, ich hätte wirklich mit der rechten Seite anfangen müssen. Oh ja. Und in der nächsten Folge. Oh, ist das noch nicht vorbei? Das sieht richtig schön aus. Richtig cool. Oh, das war ein Bonusritt. Das so rumfliegt. Oh, wir haben das Finale freigeschaltet. Aber ich möchte noch mit dem Delfin reden. Geht das nicht? Okay, Leute. Jetzt wird's richtig ernst. In der nächsten Folge. Hier eine. Oh! Blaue Katze? Jellyfish? Und Delfinkatze? Cool.